Alltag gehört. Das ist nah genug, Fremder. Wir sind eine friedliche Farm. Wir wollen keinen Ärger. Schon gut. Ich will euch nichts Böses. Ich will auch keinen Ärger. Wenn du das sagst, aber sei gewarnt, wir sind bewaffnet. Also mach keinen Ärger. Ich sag dir, die Landwirtschaft ist nicht einfach. Den ganzen Tag auf dem Feld, jeden Tag. Und ständig muss man auf der Hut sein. Was pflanzt ihr denn hier an? Bisher hauptsächlich Potatoes. Aber jetzt kommen Melonen dazu. Lake Abernathy. Ist lange her, dass ich jetzt zuletzt einen dieser Voltanzüge gesehen habe. Bist du neu hier? Ja und nein. Ist eine lange Geschichte. Wie auch immer, es ist schön, ein neues Gesicht zu sehen. Was ist mit dir? Schon mal daran gedacht, das Land zu bestellen? Ich weiß nicht. Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Teufel, ich auch nicht. Ich wurde da reingeboren. Noch einen Rat. Wenn du eine Farm eröffnest, musst du dich mit den Raidern auseinandersetzen. Warum die viele harte Arbeit, wenn man sich alles mit vorgehaltener Waffe holen kann? Die Raider sind ein Problem für alle. Als die Raider das letzte Mal kamen, hat meine Tochter Mary ihnen die Stirn geboten. Jetzt liegt sie hinter dem Haus begraben. Sie war erst 21 und sie haben sie ohne zu zögern erschossen. Deshalb brauchen wir die Minutemen wieder. Und je früher, desto besser. Nichts ist schlimmer, als ein Kind zu verlieren. Glaub mir, ich weiß das. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es ist, eine so geliebte Person zu verlieren. Tut mir leid, das zu hören. Ich kann dir nicht viel bieten. Aber diese Raider, die Mary getötet haben, haben auch ihr Medaillon mitgenommen. Es ist schon seit Generationen im Besitz von Connys Familie. Wenn du es zurückholen könntest, würdest du uns einen riesigen Gefallen tun. Ich habe mich vor kurzem um ein paar Raider gekümmert. Ich glaube, ich habe das Medaillon gefunden, von dem du sprichst. Ist das dein Ernst? Das sind wunderbare Neuigkeiten. Conny wird sprachlos sein. Was immer die Minutemen brauchen, sie können sich auf uns verlassen. Wir haben hier eine ganz anständige Werkstatt. Und Conny wird nach allem, was du getan hast, sicher ihre Preise etwas reduzieren. Blake hat mir gesagt, was du für uns getan hast. Für Mary. Ich weiß, das ist nicht viel, aber falls du handeln willst, mache ich dir einen guten Preis. Lass es mich wissen, wenn dich hier was interessiert. Wie geht es dir so? Dank dir, besser. Mary war ein gutes Mädchen. Sie war ein Wildfang. Wir hatten unzählige Male Streit. Das Mädchen hat Regeln gehasst. Und ich hatte viele. Du wolltest sie doch nur beschützen. Das stimmt. Und sieh nur, wohin es geführt hat. Wir kannten das Risiko, heute Kinder zu haben. Und haben es akzeptiert. Aber das war es wert. Auf jeden Fall. Wie auch immer. Das reicht. Du hast bestimmt genug eigene Sorgen. Da willst du nicht auch noch mir zuhören. Wie gesagt, wenn du was brauchst, lass es mich einfach wissen. Es kommt nicht jeden Tag ein Fremder vorbei und hilft uns, so wie du. Vielleicht später. Lass es mich wissen, wenn du es dir anders überlegst.
Ich habe immer so einen Hunger. Hoffentlich wirst du deine Roboterkräfte für das... Gute einsetzen. Dann wohl das Verlies, oder?
Bewacht seit schon immer, soweit ich weiß. Auf dem Land? Nein, das war's nicht. Für das Commonwealth. Verdammt, ist so lange her. Vereint stehen wir. Ja, das war's. Hey. Sag einfach Bescheid. Das erklärt die ganzen Minen. Das ist... war General McGann. Er hatte deinen Job, als ich dann noch eingetreten bin. Muss hier unten festgesessen haben, als die Meeresbiester die Burg angegriffen haben. Aber immerhin hat er dafür gesorgt. Dass die Waffenkammer sicher geblieben ist. Schätze, die Uniform gehört jetzt dir, wenn du sie haben willst. Der alte Knacker braucht sie nicht mehr. Ruhe in Frieden, General. Dein Kampf ist zu Ende, aber die Minutemen bestehen weiter. Lohnt nicht, wegen einer Sache sentimental zu...